Künstliche Intelligenz verändert die Welt, auch in Schleswig-Holstein. Ich bin Alex Ruder, ich bin Sportjournalist. Von KI habe ich tatsächlich nicht ganz so viel Ahnung. Deshalb treffe ich mich mit Menschen, die wesentlich besser Bescheid wissen als ich, um zu verstehen, wie vielfältig KI unser aller Leben verändern kann. KI in der Pflege ist heute unser Thema. Wir sind in Flensburg-Handewitt beim Startup How Are You, eins von mehreren Unternehmen in Schleswig-Holstein, die sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern künstliche Intelligenz das Älterwerden für alle Beteiligten entspannter machen kann. Und dafür treffe ich mich jetzt mit dem Geschäftsführer Frederik Denis. Moin Alex. Moin Frederik. Hallo, schön, dass du hier bist. Ja, ich habe es mir hier mal gemütlich gemacht, liege inzwischen im Bett, bin sozusagen jetzt der ältere Mensch, dem durch künstliche Intelligenz geholfen werden kann. Und mein erster Eindruck ist, Frederik, dass es hier gar nicht nach künstlicher Intelligenz aussieht. Ich denke dabei immer an Roboter oder irgendwelche Sensoren, die an meinem Kopf befestigt sind. Nein, es ist natürlich nicht so, dass hier Roboter rumlaufen. Unsere Art von künstlicher Intelligenz, die soll unterstützen und um Gottes Willen nicht den Menschen und die menschliche Wärme und Nähe ersetzen. Deswegen haben wir hier eine Vielzahl von Sensoren verbaut, von Temperatursensoren über Sturzerkennung, Bewegungsmeldung. Ganz wichtig als zentrales Herzstück unsere Kommunikationseinheit, die Nidina, die hier mit dem Fernseher verbunden ist. Und den größten Sensor, den wir hier im Raum haben, auf dem liegst du tatsächlich gerade, nämlich hier das smarte Pflegebett. Sehr gemütlich. Schau mal, bei uns musst du dir die KI so vorstellen, sie registriert eigentlich Anomalien. Also immer, wenn Situationen eintreten, die nicht normal sind, sei es ein Sturz, sei es eine lange Abwesenheit, eine Bewegung, die nicht stattgefunden hat, dann würde sie aktiv werden und würde eben benachrichtigen. Wir können, wenn du möchtest, das gerne einmal ausprobieren. Ja, sehr gerne. Gut, Alex, versuch dich doch mal bitte einmal hinzusetzen auf die Bettkante. Das ist jetzt eine typische Situation bei älteren Menschen, die ein bisschen kritisch sein könnte. Denn jetzt Aufstehversuch ist häufig, wenn du nicht so gut zu Fuß bist, mit dem Sturz verbunden. Und genau hier greift jetzt die Intelligenz des Lattenrostes. Die erkennt, dass du dich jetzt von liegend in sitzend bewegt hast. Und jetzt kann der Angehörige oder die Pflegekraft sofort anrufen und gucken, was ist los. Und zum Beispiel sagen, warte, ich bin gleich bei dir. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich klicke mal hier auf Anrufen. Eingehender Anruf. Zum Ablehnen beliebige Taste drücken. Du siehst hier, jetzt läuft der Timer runter. Mhm. Genau, du musst also auch nicht aktiv den Anruf irgendwie entgegennehmen, sondern das passiert automatisch, dass du also auch im Fall der Fälle jederzeit die Verbindung herstellen kannst. Mhm. Guck mal, da sind wir beiden. Du siehst uns hier. Mhm. Und so hilft eben diese smarte KI, die hier verbaut ist, eben solche Situationen zu verhindern, als Beispiel. Klingt sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, erhebe ich mich mal vom Bett und sage vielen Dank. Ja, aber Frederik, sehr gerne. Ich frage mich an dieser Stelle, was das Land Schleswig-Holstein zu diesem ganzen Thema zu sagen hat. Und da fragen wir doch am besten mal den Digitalisierungsminister Dirk Schröter. Ja, jetzt sind wir in der Staatskanzlei bei Dirk Schröter. Schönen guten Tag, schön, dass wir hier sein dürfen. Guten Tag, Herr Ruder. Inwiefern kann künstliche Intelligenz beim Thema Pflege wirksam sein? Wir haben als Land, als erstes Land übrigens, eine KI-Strategie auf den Weg gebracht. Zum einen können wir die Pflegeleistungen für die Bürgerinnen und Bürger verbessern, indem die Daten ausgewertet werden und dann zielgerichtet Pflegemaßnahmen auch ergriffen werden können. Und zum anderen stehen wir natürlich vor einem unheimlich großen Fachkräftemangel. Und natürlich können intelligente Systeme dabei unterstützen, diese Fachkräftelücke, die wir auch im Bereich der Pflege haben, zu schließen. Mhm. Klingt interessant. Wollen wir es mal in der Praxis anschauen. Und da sind wir auch schon in Schönkirchen bei der AWO. Und ich freue mich jetzt auf den Einrichtungsleiter Peter Kruschinski, der dann auch schon steht. Peter, schön, dass wir kommen dürfen. Hallo Alex, komm doch gerne rein. Danke. Wir haben vorhin einiges kennengelernt. Was genau benutzt ihr hier in der Einrichtung? Also wir haben seit November 2023 die Medina mit dem Sturzsensor und der Bettensensorik in Testung bei einer Kundin und sind Stand heute sehr zufrieden. In der Pflege geht es ja auch um menschliche Nähe. Da mag ja vielleicht manch einer denken, wenn KI, künstliche Intelligenz dazu kommt, dass das Ganze darunter so ein bisschen leidet. Wie siehst du das? Nein, menschliche Nähe kann man nicht ersetzen durch keine KI. Das wird es zukünftig auch nicht geben, also dass ein Computer oder wie die Angst ja immer ist, ein Roboter kommt zum Pflegen. Aber sie unterstützt uns im Pflegealltag sehr, dass wir wieder die Zeit finden, die wir für unsere Bewohner, Kundinnen haben müssen und das nicht im Alltagsgeschäft tatsächlich untergeht. Können wir uns das Ganze noch mal bei dir in der Praxis anschauen? Ja klar, wir haben ja das Projekt am Laufen. Lass uns doch mit der Mieterin rübergehen und uns das einmal in live anschauen. Klingt gut, machen wir.
Wir sind bei Frau Stelk. Schön, dass wir da sein dürfen bei Ihnen. Was würden Sie sagen, wie sind Ihre ersten Eindrücke von dieser KI-Geschichte gewesen? Fühlten Sie sich ein bisschen beobachtet oder haben Sie sich inzwischen daran gewöhnt? Ja, ich fühlte mich beobachtet, wie ich das gehört habe. Ich denke, was machen die denn mit mir? Am Anfang war ich ein bisschen ängstlich, aber jetzt ist gut. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich kümmere mich gar nicht mehr drum. Und würden Sie sagen, dass Sie sich insgesamt vielleicht sicherer fühlen, dadurch, dass Sie quasi wissen, wie gut Sie umsorgt werden? Ja, ich stürze ja sonst viel. Wenn ich laufe und mich festhalte, dann geht das. Aber wenn ich frei laufe, falle ich hin. Und dann ist das Teil jetzt ja gut, ne? Das sehe ich auch so. Und dann würde ich sagen, Dankeschön, dass wir hier sein durften, Frau Stelk. War noch nicht schlimm. Nö, kann man so machen, ne? Ja. Ja. Das war unser Reality-Check zum Thema KI in der Pflege. Ich habe sehr viel gelernt, dass natürlich KI helfen kann. Und wenn sogar Frau Stelk mit ihren 88 Jahren das Ganze annimmt und sagt, das hilft ihr dabei, sich in ihrer Wohnung sicherer zu fühlen, dann denke ich, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.